Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wir haben ja schon gelernt, dass ein Bohrloch nicht einfach ein Loch in der Erde ist, sondern dass wir immer ein Stück bohren und das Bohrloch dann mit Stahlrohren verkleiden. Und auf diese Art und Weise bohren und verrohren wir immer abwechselnd und so kommt dann ein System aus vielen ineinander verschachtelten Rohren zustande. Und die Zwischenräume zwischen den einzelnen Rohrtüren müssen mit Zement verfüllt werden. Das ist hier durch diesen weißen Schaumstoff dargestellt. Und heute wollen wir uns mal überlegen, wie man den Zement da reinkriegt. Wenn man sich ein Bohrloch vorstellt, als diesen Deckel, dann ist das Rohr, was reinkommt, natürlich ein kleines bisschen kleiner im Durchmesser. Und es entsteht dieser kleine, enge Ringraum, der mit Zement gefüllt werden muss. Und man kann sich vorstellen, wenn man schon mal in einem Maurerkübel Zement angemischt hat, dass es nicht ganz einfach ist, hier in so einen engen Ringraum Zement reinzukriegen. Das funktioniert nicht. Deswegen müssen wir einen anderen Weg wählen. Wir müssen den Zement durch das Rohr nach unten schicken und dann muss der Zement außen von unten nach oben den Ringraum auffüllen. Und da haben wir nur das Problem, dass der Zement auf dem Weg nach unten durch das Rohr sich nicht mit der Bohrspülung vermischen darf, die im Bohrloch immer drin ist. Und deswegen benutzen die Ingenieure zum Zementieren solche Gummistopfen, die vor und hinter dem Zement in das Rohr eingesetzt werden. Wir haben hier nochmal auf der Tafel ein Bild. Also wir schicken den Zement zwischen zwei Gummistopfen nach unten. Und so vermischt er sich nicht mit der Bohrspülung. Wenn der untere Gummistopfen unten ankommt, kommt er nicht weiter. Und wir weiter nach unten drücken den Zement, dann reißt hier eine kleine Membran in dem unteren Gummistopfen auf. Das sehen wir hier sehr schön an diesem Gummistopfen. Die Membran platzt und dann kann der obere Stopfen den Zement durch den unteren durchpressen und der Zement steigt dann im Ringraum von unten nach oben auf. Damit sich der Zement gleichmäßig verteilt, muss der Ringraum überall gleich breit sein. Deswegen werden auf die Rohre beim Einbau solche Zentralizer gesteckt. Das hier ist ein kleines Modell, aber hier haben wir einen echten Zentralizer. Ja, und wie das jetzt genau funktioniert, wollen wir versuchen in einem kleinen Experiment nachzustellen. Wir haben hier eine Spritze vorbereitet und das Rote, der Ketchup, ist der Zement. Und das Blaue ist die Bohrspülung, die in unserem Bohrloch ist. Und die Spritze ist das Rohr, was wir in das Bohrloch einbauen. Und wenn ich jetzt hier oben drauf drücke, hoffentlich sehen wir dann, wie der Stopfen nach unten geschoben wird. Der untere Stopfen reißt jetzt kaputt und der Ketchup verteilt sich von unten nach oben möglichst gleichmäßig im Ringraum. Es scheint funktioniert zu haben. Und wer es ganz genau wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!